Baby, geh mal da rein. So, geh mal hier rein. Hallo, ist das nicht toll? So gewöhnt man unter eine Hundebox. Einfach reinschieben. Oder wie? Geht's vielleicht auch anders? Ein Hundeanhänger, der ist für Hunde jeglichen Alters praktisch, weil du deinen Hund je nach Gesundheitszustand und auch Lauffreudigkeit ideal in deine Freizeitgestaltung mit einbinden kannst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dogs TV, in der ich dir verrate, wie du deinen Hund an so einen Hundeanhänger gewöhnst. Diesen hier, den habe ich mir aus reinem Privatvergnügen zugelegt, das heißt, das ist ja heute unbezahlte Werbung. Und meine Amy, die jetzt mittlerweile schon 11 Jahre alt ist, die kennt das noch gar nicht, in so einem Hundeanhänger reinzugehen oder auch damit mitzufahren. Und deswegen ist sie die perfekte Kandidatin, um dir die ersten Schritte der Gewöhnung zu zeigen. Viel Spaß dabei! Vorab ein paar Eckdaten zu dem Hundeanhänger, für den ich mich entschieden habe. Das ist der Cruiser Pepper. Der ist für kleine bis mittelgroße Hunde geeignet, bis zu 35 Kilo. Amy, die hat 50 cm Schulterhöhe und die wiegt 18 Kilo. Und mit ihrer Größe ist sie aber so gerade am Rande zwischen diesem Modell und dem etwas größeren Modell. Ich habe mich aber trotzdem für das kleinere Modell entschieden, weil ich mit der Amy vorhabe, diese Cabrio-Funktion zu nutzen. Das bedeutet, dass der Hund da die meiste Zeit eigentlich eh drin sitzt und oben rausguckt. Und da ist mir das nämlich angenehmer, dass der ein bisschen schmaler ist, weil Amy da nicht so viel Bewegungsfreiheit drin hat und da einfach sicherer drin sitzt. Die Maße für den, den es interessiert, sind 75 Länge, 40 Breite. Da gleich der Hinweis, die Cabrio-Funktion, die ist super geeignet, wenn dein Hund nicht dazu neigt, dass er alles, was an euch vorbeizieht, verbellt. Wenn dem so wäre, auch bei der Amy, dass sie oben rausguckt und da die ganze Nachbarschaft unterhält, dann hätte ich mich für das nächstgrößere Modell entschieden, wo ich dann auch den Deckel zumachen kann, damit sie da in dem Hundeanhänger dann ihre Ruhe hat. Dieser Pepper, der wird jetzt gar nicht mehr produziert, da gibt es nur noch die Restbestände, die halt schon produziert sind. Es gibt aber auch schon Nachfolger, das ist der Enna. Und wenn dich der Vergleich interessiert zwischen diesen beiden Hundeanhängern, da hat der Udo von Waldhelden auf seinem YouTube-Kanal schon ein schönes Video online, Vergleich Pepper und Enna. Da schaust du gern vorbei. So. Um mit dem Training zu starten, da überlegst du dir, in welchem Raum du den Hundeanhänger platzieren möchtest. Wichtig ist, dass der auf einem rutschfesten Untergrund steht, damit er sich nicht bewegt. Ich habe jetzt in meinem Fall extra die Räder noch nicht montiert. Also der steht ganz fest, da passiert nichts. Aber wenn bei dir jetzt zum Beispiel die Räder schon dran sind, weil der schon vormontiert ist, dann bitte unbedingt sicher gehen, dass die Feststellbremse auch fest eingehakt ist, damit der wirklich einen festen Stand hat und dein Hund sich da nicht erschreckt, wenn der da reingeht. Schritt Nummer 1 ist ganz simpel. Du nimmst ein ganz leckeres Futterstück und führst deinen Hund mit dem Futterstück in die Box hinein. Also er folgt sozusagen mit der Nase dem Duft, ist dann in der Box und wird belohnt. Also ich nenne es jetzt Box, weil ich auch das Wort Box nutze, weil Amy bereits in der Vergangenheit mal Boxentraining hatte, als wir von Amerika nach Deutschland geflogen sind. Da musste sie das lernen. Und das ist jetzt hilfreich für mich, weil das für sie ja sowas Ähnliches wie eine Box ist. Wenn du deinen Hund noch an eine Box gewöhnen möchtest, dann haben wir auch da einen Beitrag online, Gewöhnung Hundebox. Da kannst du gerne mal vorbeischauen, da beschreibe ich ganz genau, wie du das kleinschrittig aufbaust. So, Amy Luther, Futterstück, Amy Box. Super, sie geht rein, bekommt die Belohnung und raus mit dir. Und ich schicke sie sofort wieder raus. Warum mache ich das? Weil ich nicht möchte, dass mein Hund selbstständig wieder rausgeht. Das heißt, ich will dem sozusagen zuvorkommen und ihn schon mal rausschicken, weil die meisten Hunde automatisch sich das Futterstück abholen und dann denken, oh, schnell wieder raus. Und wenn das gut klappt, dann kommt Schritt 2, dass ich meinen Hund ins Sitz bringe, weil ich möchte ja später diese Cabrio-Funktion auch nutzen, plus weil der Hundeanhänger jetzt für Amys Größe schon ja, grenzwertig ist, sage ich mal, und ich ja noch die Tür dann im nächsten Schritt auch mal zumachen will, lasse ich sie sitzen, damit einfach der Popo auch drin ist, ich die Rute an die Seite packen kann und wir uns da nicht in die Quere kommen. Schritt Nummer 2, Futterstück, Amy Box, Sitz, super. Jetzt bekommt sie das Futterstück erst, wenn sie sitzt und raus und ich schicke sie wieder raus. Es kann sein, dass dein Hund vielleicht sich in der Box dreht und dann rauslaufen will. Dieses rückwärts ausparken, das kannst du auch mit einem Kommando belegen, zum Beispiel einem zurück. Und da kannst du anfänglich ein Halsband an deinen Hund machen,
und auch eine Leine dran, sodass er nicht umdrehen kann, weil du ja die Leine hältst, sondern er wirklich rückwärts rausgehen muss. Schritt Nummer 3 ist, das ist ja die Tür, die ich gleich runterklappe, und für den Hund ist das wieder ein anderes Paar Schuhe, ob da hinten an seinem Körper, der spürt das ja, dass da was rumbammelt. Deswegen mache ich im nächsten Schritt die Tür einfach nur runter und belohne meinen Hund. Amy, hast du aufgepasst? Amy Bucks. Sitz. Ich mache einmal runter, belohne meinen Hund. Wie gesagt, das ist einfach nur fürs Gefühl, dass der Hund weiß, da ist was. Und zurück. Prima. Nächster Schritt ist, dass dein Hund sich an das Geräusch gewöhnt. Weil, wenn diese Tür unten ist und dein Hund das gut ab kann, kann es sein, dass dieses Geräusch, pass auf, dass ich deine Barthaare da nicht ein. Ich glaube, es schmeckt gut, das Futter, ne? Dass dieses Geräusch den Hund dazu veranlasst, Hilfe, Hilfe, was ist denn das? Deswegen darf der sich jetzt auch erstmal an das Geräusch gewöhnen. So, mein Tierchen. Amy Box. So, dann kann sie nämlich hier vorne ein bisschen schlabbern, während ich die Tür zumache und hier ein bisschen die Reißverschlussgeräusche, dass sie sich einfach dran gewöhnen kann. Ist es schlimm, wenn der Schwanz raushängt? Nee, weil ich mache ja nicht ganz zu. So, und zurück. Zurück. Irgendwie zurück. Wirklich, auch wenn ihr Leberwurst ist. Feine Maus. Du bist ein Vogel. So, und der Schritt Nummer 5 wäre dann, dass ich die Tür auch mal zumache. Du kannst das auch, wenn möglich, mit einer zweiten Person üben, wenn dir das sicherer ist. Das heißt, dass eine Person hier vorne belohnt, während die andere Person hier hinten die Tür zumacht. Das machen wir jetzt mal, haben wir jetzt noch nie gemacht. Ich bin gespannt, wie sie reagiert, weil wir jetzt diese Schritte 1 bis 5 natürlich im mega super Schnelldurchlauf machen. Wir schaffen das. In die Box. Super, da darfst du ein bisschen schlubbern. Ich packe den Stert rein, mache die Tür zu. Ganz so einfach. Lasse sie noch ein bisschen schlubbern. Feine Maus. Jetzt warte ich auch mal ein bisschen ab. Vielleicht dreht sie sich jetzt gleich, weil sie denkt, oh, ich möchte jetzt aber gern raus. Weil da ist es auch wichtig, also wenn dein Hund auch ein bisschen kleiner ist und der dreht sich jetzt mal angenommen, merkt, hier ist es zu, so wie die Amy jetzt gerade. Dann ist es wichtig, dass ich den nicht einfach rausstürzen lasse, sondern ich bin darauf bedacht, dass ich ihn warte, dass ich ihn kurz blocke, dass das alles mit Ruhe passiert. Jetzt mache ich erstmal den Deckel auf, okay, und kannst raus. Das ist mir wichtig, weil mein Hund natürlich nicht lernen soll, kopflos da rauszurennen, weil er dann auch, sage ich mal, für sein kopfloses Verhalten in einer gewissen Art und Weise belohnt wird. Ich möchte, dass mein Hund mitdenkt, dass er da drin keine Panik bekommt. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. In die Box. Leberwurst scheint hoch im Kurs zu sein, ne? So, ich packe das Schwänzchen wieder rein. Mach das zu. Lass ihn noch ein bisschen schlabbern. Prima, das machst du ganz toll. Ganz die tolle Maus. Sie dreht sich, ist ganz gut, dann kann ich es nochmal zeigen. Warte. Wie gesagt, ich bin darauf bedacht, dass ich sie auch blocke. Wichtig ist, dass ich das nicht bewache, sondern ich blocke den Hund kurz, bis ich merke, der hat es verstanden, soll abwarten. Okay, und raus mit dir. Und dann geht der Hund in der ruhigen Grundhaltung raus. So, nochmal zum Verständnis, Schritte 1 bis 5, die wir hier gerade gesehen haben, die waren im super-duper Schnelldurchlauf. Du nimmst dir wirklich pro Schritt ausreichend Zeit, je nachdem, wie dein Hund reagiert, vielleicht 1 bis 2 Tage pro Schritt. Und dann passt du das Training wirklich an deinen Hundetyp an, bis du letztendlich dann bei Schritt 5 angekommen bist. Und Schritt 6, den können wir jetzt heute noch nicht machen, weil Amy das ja auch gerade erst neu lernt, das wäre dann, dass ich den Hundeanhänger mal nach draußen in den Garten stelle oder, falls du keinen Garten hast, in irgendeine ruhige Ecke vorm Haus, also draußen, weil durch die Veränderung des Umfeldes ist das für den Hund wieder ein unterschiedliches Paar Schuhe. Das heißt, das ist für den wieder ein neues Schwierigkeitsgrad, damit er auch lernt, ach so, das funktioniert nicht nur im Wohnzimmer, sondern das funktioniert auch draußen an der frischen Luft. Schritt Nummer 7 wäre dann, wenn das gut klappt, also wenn auch dein Hund draußen da ohne zu zögern reingeht, diese ganzen Schritte mit Reißverschluss und allem Pipapo gut mitmacht, dann würdest du den Hänger mal ein Stück bewegen und deinen Hund belohnen und dann auch wieder rauslassen. Der
Darauf folgende Schritt ist dann, dass du den Hänger an das Fahrrad anhängst und auch mal das Fahrrad ein Stück schiebst. Also steig nicht sofort auf, sondern schieb es erstmal und guck, wie reagiert dein Hund. Und auch da belohnst du ihn zwischendurch immer mal wieder, damit er sich auch an die Bewegung gewöhnen kann. Und im letzten Schritt steigst du dann letztendlich auch auf, fährst mal eine Runde mit dem Fahrrad, aber wirklich mit einer Runde meine ich wirklich erstmal eine kleine Runde und guckst mal, wie dein Hund reagiert. Also wirklich, was weiß ich, jetzt ein Minütchen oder sowas oder eine halbe Minute oder so. Einfach gucken, wie der Hund reagiert und da kannst du dann die Zeiten dann auch langsam aufbauen. Ausbauen, ausbauen. Wenn du einen sehr, sehr unsicheren und sehr, sehr skeptischen Hund zu Hause hast, der vielleicht das schon schlimm findet, dass da jetzt plötzlich so ein Vieh da im Wohnzimmer steht, da gehst du folgendermaßen vor, dass sich dein Hund erstmal mit der Anwesenheit von diesem Hundeanhänger akklimatisieren kann. Das heißt, du kannst mal dir was richtig, richtig Tolles holen, zum Beispiel ein Stück Käse oder ein Stück Wurst und das deinem Hund auch zeigen. Und dann legst du das einfach mal da an den Rande des Eingangs und dein Hund darf sich das dann holen. Wichtig dabei ist, dass du deinem Hund Zeit lässt. Das heißt, du quatscht nicht auf den ein, weil das verunsichert eh schon verunsicherte Hunde noch mehr und du beobachtest den auch nicht die ganze Zeit, weil jeder Blickkontakt von dir sorgt auch wieder dafür, dass sich dein Hund eher zurückzieht. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du die Fütterungszeiten nutzt, dass du den Napf befüllst und dann der Napf jetzt in der Nähe dieses Hundeanhängers steht. Das heißt, dein Hund futtert und kriegt im Augenwinkel aber mit, da steht was, aber es tut mir ja gar nichts. Und da ist es natürlich wichtig, dass du den passenden Abstand wählst, sodass sich dein Hund natürlich auch ans Futter rantraut. Und auch da lässt du ihn komplett in Ruhe. Du gibst das Futter frei und dann guckst du den auch nicht mehr an und du quatschst den auch nicht mehr an, sondern er soll selber merken, da passiert gar nichts und selber sozusagen über seinen Schatten springen. Und wenn du merkst, es klappt ganz gut, dann kannst du den Napf auch mal vor die Hundebox stellen und dann wandert die Tag für Tag immer weiter rein, bis er schlussendlich dann im hinteren Teil des Hundeanhängers dann seine Mahlzeit einnimmt. Mag dein Hund gerne Spielzeug, vielleicht ein Zergel oder auch kennt er die Arbeit mit dem Futterdummy, dann kannst du auch das nutzen, dass das Zergel oder auch der Futterdummy mal spielerisch in die Nähe des Hundeanhängers fliegt oder dann auch im weiteren Verlauf dann auch mal in den Hundeanhänger rein, dass dein Hund auch da merkt, ach Mensch, das ist zwar da, aber tut mir gar nichts. Dann kannst du auch noch mal eine Überraschung da drin verstecken. Das heißt, von deinem Hund unbemerkt legst du da mal einen tollen Kauknochen rein. Also von deinem Hund unbemerkt. Das heißt, dass er dann irgendwann da mal vorbeischlürt und denkt, hui, da riecht's aber lecker in diesem Ding. Und er sich dann reintraut und sich die Überraschung da abholt. Und wenn dein Hund dann so weit ist, dass er wirklich keine Scheu mehr vor diesem Hundeanhänger hat, dann kannst du mit dem Training bei Schritt 1, den ich dir ja mit Amy gezeigt habe, beginnen und das Training dann weiter fortführen. Was tun, wenn dein Hund während der Fahrt wirklich dauerhaft bellt? Also Grund Nummer 1 dafür ist meistens, dass man einfach zu wenig bzw. nicht kleinschrittig genug geübt hat. Und Grund 2, der kommt weitaus häufiger vor, ist, dass dein Hund im Alltag mit dir gewohnt ist, viele eigene Entscheidungen zu treffen und auch durch sein Verhalten, dein Verhalten zu beeinflussen. Das heißt, er übernimmt gerne auch mal die Kontrolle. Folgt dir zum Beispiel in der Wohnung auf Schritt und Tritt, weil er keinen deiner Handgriffe verpassen möchte. Oder wenn Besuch kommt, dann ist er sofort in der ersten Reihe. Der tut deinem Besuch zwar nichts, aber das nervt irgendwie, wenn er da so rumwuselt. Aber wenn du ihn mal wegschicken willst, nimmt er das auch nicht sonderlich ernst. Das heißt, er fühlt sich für viele Dinge verantwortlich. Und du bist nicht in der Lage, das so richtig, sage ich mal, zu steuern. Und jetzt packst du den Hund aber in so einen Hundeanhänger, machst den zu und nimmst ihm ja jegliche Kontrolle. Und das kann dazu führen, dass der Hund dann lautstark protestiert. Und wenn dem so ist, dann wirklich mal einen Blick auf das häusliche Miteinander werfen. Wer ist eigentlich immer derjenige, der da die Entscheidungen trifft oder häufig? Und dazu habe ich auch schon mal einen Vlog gemacht mit der Amy, da habe ich die mir persönlich 4 wichtigsten Grenzen vorgestellt, die eigentlich jeder Hund zugunsten eines harmonischeren Zusammenlebens kennen sollte. Und der heißt, lass mich kurz überlegen, Grenzen im Alltag. Nun sind wir wieder am Ende angelangt und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Üben und noch viel mehr Spaß bei den gemeinsamen Radtouren, die du zukünftig mit deinem Hund haben wirst.
Wenn du magst, besuch uns auch gerne auf www.dogcv.de, denn da kannst du alle bisher erschienenen Beiträge in schriftlicher Form nachlesen. Bis dahin, also bis zum nächsten Mal, deine Melanie. Vielleicht sollte man die Tür aufmachen, nicht Idiot. Warte, Amy, das ist ein bisschen doof von mir. Was? Ha ha ha.